JFT Just Fair and Direct. Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, Teilnehmer und marktinteressierte Leute des deutschen Landes. Oder wen haben wir denn eigentlich hier auch noch am Start? Österreich, Schweiz, vielleicht auch wieder etwas aus Brasilien oder Thailand. Einfach mal durch den Äther schicken. Ja, ich begrüße euch hier wieder zum Webinar der bekannten Art auf monatlicher Basis und ich bestreite dies nicht allein, sondern mit dem erlauchten Bernd am Start. Jetzt muss ich mal gleich gucken, ob er online ist. Gibt es auch mal kurz ein Feedback, ob ihr Bild und Ton seht und dann können wir auch direkt durchstarten, denn wir haben natürlich keine Zeit zu verlieren am heutigen Tag der Tage rund um die Märkte. Jetzt sehe ich der Bernd und ich glaube, lieber Alex, du musst da mal schmunzeln. Sieh es mir nach, aber ich glaube, der Bernd wischt sich schon wieder das Bier vom Lippchen, denn ich sehe ihn momentan noch nicht online. Hat er wahrscheinlich wieder irgendwelche Bugs mit der Technik. Wir werden sehen. Genau, Alex, du warst es, gell? Aber gut, Bernd frohlockt dieser, ich sag's mal, Köstlichkeit aus bayerischem Ursprung sozusagen. Und nun ja, jetzt wird er dann irgendwann mal reinkommen, früher oder später. Letztlich wir heute hier im Duo am Start und wollen euch da natürlich wieder ein Stück weit abholen rund um die Märkte. Clusteranalyse, was heißt das? Wir kombinieren hier verschiedene Elemente der technischen Analyse und wollen doch mal sehen, ob sich am Ende des Tages da auch gewisse Dinge ableiten lassen. Wir haben euch heute auch noch mitgebracht, speziell ein Stück weit etwas aus unserem Feature der Börsenbullen. Da wisst ihr ja, schauen wir ja gern gerade hier bei der Clusteranalyse speziell auf die Seasonal Pattern. Und da haben wir ein sehr erfolgreiches Q1 hingelegt, was mit, das muss Bernd da nochmal ein Stück weit kommunizieren, aber mit wenig Aufwand durchaus handelbar ist im Rahmen des, ich sag's mal, Schlagen der Marktrendite. Eben auch gerade, wenn die Märkte seitwärts, abwärts sind, macht es durchaus Sinn, hier auf starke Fährte zu setzen oder auch dann saisonal auf fallende Preise zu spekulieren, wenn eben hier die statistische Wahrscheinlichkeit auf unserer Seite ist. Und das ist so eine Kombination, die wir natürlich hier im Rahmen der Clusteranalyse fahren, also ein Stück weit die klassische Charttechnik mit Unterstützung und Widerstand plus gleitende Durchschnitte plus Fibonacci plus aber auch Saisonalität, um eben hier am Ende des Tages ganz klar den gewissen Edge rauszubringen. Und da kommen wir auch zum eigentlichen Fakt, den Edge rauszubringen. Den muss natürlich jeder für sich selbst entwickeln, Leute. Trading, Handel, Börse, Geldinvestments ist eine hoch personalisierte, individualisierte Geschichte. Jeder hat seine eigene Fasson, seine eigene Vorstellung, seinen eigenen Ansatz im Rahmen der Märkte, auch im Rahmen des Zeithorizont und des Risikoappetits, Leute. Deswegen, jeder muss auf eigene Verantwortung an den Märkten agieren. Und das gilt auch für den, der jetzt einen ETF-besparten Fonds kauft oder irgendein anderes System nutzt. Leute, ihr seid in der Verantwortung, am Ende des Tages das Geld irgendwohin zu transferieren. Und wenn das da nicht macht, dann brauche ich nicht groß rumreden oder umeinander diskutieren, denn ihr wisst, wie stark die Inflation zuschlägt. Und wir sind gespannt, wie das in den nächsten Monaten, / Jahren sich noch entwickeln wird. Denn es ist natürlich Tatsache, dass man am Ende des Tages jetzt so ein Stück weit die Quittung dafür bekommt, was wir Jahrzehnte fast schon, insbesondere seit der Finanzmarktkrise, weltweit verursacht haben, nämlich eine Überliquidität. Ja, da haben sich auch die Märkte dran gewöhnt und das schauen wir uns, wie gesagt, auch gleich charttechnisch an. Aber worum es eben geht hier, Risk Disclaimer, Leute, ihr handelt auf eigenes Risiko. Ganz, ganz wichtig. So, ansonsten will ich hoffen, jeder kennt schon JFD bzw. ist hier treuer Kunde, denn wir haben natürlich bei uns den Aktienhandel mit den Top Assets sozusagen preiswert, um nicht gar zu sagen, völlig umsonst, was für mich eh ein No-Go ist. Und wir arbeiten oder ich arbeite vielmehr daran, dass wir zumindest eine Fremdspesenpauschale auch einführen, um eben hier auch das Aktiengeschäft ein Stück weit einfach auch noch besser zu gestalten, weil natürlich
alles umsonst geht nicht. Geiz geil. Na klar, am Ende, wie sollen da der ein oder andere Marktzugang auch überleben? Deswegen muss man natürlich hier auch immer wieder das Verhältnis setzen. Wenn alles umsonst ist, fragt man sich doch, wie das funktionieren kann. Ja, und wir haben natürlich bei uns mit der Marketingoffensive des kostenfreien Aktienhandels auf jeden Fall vieles richtig gemacht, aber gerade rund um aktiveren Aktienhandel ist es doch schon eine Kostenkomponente, die immer mehr steigt und eine Fremdspesenpauschale, dass man einfach dieses klassische Settlement, diese Einlagerung der Aktien und dergleichen gestemmt bekommt, ohne drauf zu zahlen, ist, denke ich, doch eine sehr transparente Sache. Wobei man natürlich auch sagen muss, hey, auf anderen Gefilden und auch klassische Volksbank, ja, oder Sparkasse, wer von euch da ist, gibt's doch mal durch den Äther, was ihr da an Gebühren zahlt, wenn ihr eine Aktie kauft. Ja, aber bei uns geht's eben speziell um Trading, aktiven Handel. Darauf wollen wir jetzt eingehen. Jetzt sehe ich, der Bernd ist auch schon vom Dresen aufgestanden und scheint den Weg ins Webinar gefunden zu haben. Ich schalte mal den lieben Bernd frei, sofern er sein Mic aktiviert. Bernd, moin, moin. Moin, sind Chris und Grüße in die Runde. Da haben wir ihn. Bernd ganz taufrisch. Ja. Osterurlaub erholt sozusagen. Da will ich doch mal sagen, du hast uns doch bestimmt einiges mitgebracht. Ja, ich habe einiges mitgebracht. Wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, ich werde den Seasonal Bull Selection Screener zeigen, wo immer wieder interessante Setups reinkommen. Und da können wir uns heute noch ein, zwei Charts anschauen. Hast du auch was Aktuelles dabei eigentlich? Ich habe jetzt im Vorfeld gar nicht gescreent, insofern, wo man einfach sagt, geht da was? Ich habe die Mastercard-Aktie mit einem Setup, was heute startet. Jedoch, wow. Aber der Chart sieht nicht so ganz so prickelnd aus. Aber das Coole ist, und das werde ich gleich dann im Tool auch zeigen, es starten in den nächsten 4 Tagen noch weitere Setups. Und da muss man jetzt die Aktie so ein bisschen beobachten, aber das können wir uns gleich im Chart anschauen. Sehr, sehr interessant. Absolut gut. Bin ich schon mal gespannt. Und dann würde ich mal sagen, gehe ich wieder ein Stück weit mal auf das große Bild ein und dann gehen wir da direkt sozusagen auf das, was du ansprachst, lieber Bernd, nämlich auf die einzelnen Werte, die, wie gesagt, mit hilfreichen Tools durchaus da leicht identifizierbar sind, weil am Ende des Tages haben wir ja alle nur begrenzt Zeit, was übrigens das kostbarste Gut neben Geld oder anderen Wertgegenständen ist. Ja, muss man natürlich sagen, wenn man hier einen Mehrwert erzielt und das auch noch Preis und einen Preisaspekt / zeitsparend, dann muss man sich das natürlich durchaus überlegen. So dann. Wir starten mal durch. Wie gesagt, wir sehen hier den klassischen S&P 500 Kassa-Index im Rahmen der Beschau, wie ich es gern habe, gleitende Durchschnitte, EMA 50-200, so wie man es auch aus, ich will fast sagen, den klassischen Medien kennt, die denn so ein bisschen mehr auch die technische Analyse hervorbringen. Tatsache ist, wir haben hier im Tageschart, und ich zeige euch auch nochmal gleich das ganz große Bild, den S&P hier natürlich jetzt in einer Phase, wo man sagen darf, hey, ist das Schlimmste schon vorbei? Wir wissen alle um die Tatsache, Leute, was uns bevorstehen könnte. Globale Rezession, wir haben jetzt eben auch gerade schon das Thema der Inflationsentwicklung besprochen. All das ist ein Cocktail, der die Märkte natürlich ein Stück weit schaudern lässt. Nur umso spannender, lasst uns mal kurz auf den DAX schauen, dass der DAX hier an der Stelle direkt unmittelbar vor Allzeit hoch notiert. Ja, das ist natürlich eine starke Sache im Rahmen dieses Umfelds, wo man doch schon sagt, die Party scheint eigentlich noch längst nicht vorbei. Wir sind hier, der Andreas wüsste sicherlich noch genauer, aber schaut euch das an, keine 3% vom Allzeithoch weg. Das ist schon außerordentlich und auch im Kontext, dass wir jetzt mal hier den DAX sozusagen sehen, unseren deutschen Leitindex, allerdings natürlich hier den Performance-DAX, der sozusagen ja die zusätzliche Spritze im Rahmen der Dividenden im Arm hat, weil wenn man den klassischen Kurs DAX anschaut, da hatte ich vor längerer Zeit mal einen Post drüber gemacht, dass DAX Hui und Fui nach dem Motto, ohne die Dividenden-Integration bei diesem Index wäre der DAX nur natürlich die totale Pleitenummer. Ja, also man muss ganz klar sagen, da hat man in den letzten 20 Jahren mal überhaupt kein Geld verdienen können. Und das ist natürlich etwas, das muss man sich ein Stück weit im Kopf behalten. Tatsache ist, diese Outperformance vom DAX, diese relative Stärke ist schon ein Stück weit beeindruckend, birgt natürlich auch das Risiko eines, ja, vielleicht auch wieder anders gearteten Impulses, denn die Frage ist natürlich, ob wir aus dem Gröbsten raus sind oder nicht. Und da will ich lieber den Augenmerk auf das breit gefächerte kapitalistische Indexmonopol, will ich fast sagen, nämlich den S&P 500 richten. Das ist zum einen, auch wenn das der Kassa-Index ist, der meistgehandelte Future-Kontrakt, auch hochliquide,
auch im Vergleich zum DAX Future, weil jetzt hier mit Future noch rumhantiert, da ist die Liquidität ein klassischer Witz gegen dem, was da in den USA stattfindet. Und deswegen ist dieser Index auch ein Stück weit eben hier die Fahrkarte, um den großen Strom des Geldes mal zu visualisieren. Und faktisch ist nach diesem, ja, wir wissen es alle, wann das Allzeithoch markiert wurde, zum Wechsel 21/22 bei verschiedenen Indizes, ein bisschen mit Verzögerung hier und da, haben die Märkte natürlich den Korrekturweg eingeschlagen aufgrund eben des klassischen Geldentzugs. Man wollte es ja nicht wahrhaben, aber wenn quantitativ Easing Aufkaufprogramme auf breiter Front eingestellt werden, um dann im Nachhinein auch noch die Zinsen anzuheben, was rein, sage ich mal, finanzpolitisch auch durchaus sinnhaft ist oder war, führt aber dann natürlich dazu, dass die Asset-Klassen auch eine gewisse Verschiebung fanden. Das Thema Anleiherenditen und dergleichen ist natürlich auch noch ein Cocktail, der dazu kam. Tatsache ist aber jetzt hier, wo man einfach auf die technische Situation bezogen mal sagen muss, die Märkte haben hier im Prinzip diesen Abwärtstrend, der eben aufgrund dieser Maßnahmen eingeleitet wurde. Wenn ich sage, die Märkte ist der S&P 500 für mich so ein Stück weit die Maßgabe, da schaue ich auch gar nicht auf den Dow Jones, um ehrlich zu sein, weil das eher so ein, na, ich sag mal, so ein Index ist, der zwar gern gehandelt wird, er ist auch zweifelsfrei ein guter Index zum Traden, aber zur Big Picture Beschau ziehe ich doch klar den S&P 500 vor. Und der hat hier im Prinzip eben diesen Abwärtstrend gebrochen, inklusive diesen Death Cross. Das ist übrigens auch ein sehr signifikantes Signal. Death Cross in dem Sinne negativer Natur, wenn sich der kurze EMA 50 durch den 200er EMA pirscht, hat man sozusagen ein Verkaufssignal, was zutraf. Und jetzt sehen wir hier seit, ja, Februar so ein Stück weit Seitwärtsgeschiebe. Ja, und der Death Cross ist mit diesem, man nennt das dann wieder im Umkehrschluss hier Golden Cross, wenn praktisch der kurzfristige, also der EMA 50 dann wieder von unten nach oben eintaucht, hat man per se unter Trendfolgegesichtspunkten einen Kauftrigger. Jetzt ist natürlich der Witz der, ähnlich wie nur Saisonalität oder nur gleitende Durchschnitte, macht keinen Sinn. Deswegen ist natürlich genau dieser Cocktail aus verschiedenen Elementen der technischen Analyse sehr, sehr vorteilhaft, um am Ende eben, ja, diesen buchstäblichen Edge zu finden, wie eben zum Beispiel auch mit Seasonal Pattern und anderen statistischen Kennzahlen kombiniert. Was lässt sich aber jetzt hier zumindest sagen? Das Gröbste scheint vom Tisch. Warum auch? Weil, und das ist tatsächlich interessant, hatten wir auch mit dem lieben Andreas im letzten Monat zu den Bankaktien eine Beschau zur Aktie des Monats. Denn klarerweise hat praktisch die Notenbank hier innerhalb weniger Tage, also die US-Notenbank weniger Tage, als jetzt hier die SVB-Pleite aufkam, das ganze Problem mit den Anleihe, sage ich mal, Leichen, die denn da viele im Keller haben. Das betrifft die ein oder andere Bank auch mehr oder weniger. Denn das ist natürlich ein Riesenthema. Man hat das Geld sozusagen in US-Staatsanleihen geparkt und durch die steigenden Zinssätze sind diese früheren Anleihen im Wert aber massiv gefallen. Ja, und das kommt dem ein oder anderen Bankinstitut tatsächlich nicht zugute. Das ist nur eine Erscheinung von vielen, sage ich mal, Sprenggebieten, die da sozusagen sich noch weiter auftaten und tun. Faktisch hat die Notenbank aber ganz klar hier die, ich weiß es nicht genau, aber ich meine, das waren ja die 650 Milliarden beziehungsweise einfach diese Reduzierung der Notenbankbilanz während der letzten anderthalb Jahre innerhalb von wenigen Tagen umgekehrt und einfach mal über die Hälfte wieder in den Markt gepumpt. Ja, und das war ein klares Signal für die Aktienmärkte, genereller Natur, auch auf breiter Front anderer Märkte, dass hier sozusagen der Kahn nicht vor dem Bau fährt oder man einfach zuschaut, wie hier irgendwie etwas eskaliert, sondern man greift sofort ein. Ja, auch die Learnings hier aus der Asienkrise, das hatte ich hier beim Webinar zum Traden mit kleinem Konto um den Devisenmarkt ja angesprochen, gibt es auch eine hochinteressante Doku, die jetzt unlängst, ich weiß nicht, war es Arte oder war es tatsächlich ein öffentlich-rechtlicher ZDF, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich müsste nochmal selber schauen, auf jeden Fall gab es da eine interessante Doku rund um finanzpolitische Themen, gute 45, 50 Minuten. Schaut es da gerne beim Trading mit kleinem Konto vorbei. Was übrigens hier, da lässt mich gleich zum nächsten kommen, bevor ich dann nochmal den S&P abschließe, hier zu dem Punkt führt. Leute, wir haben am Donnerstag das finale Webinar. Ja, dann share ich euch gleich mal den Link rein zu dieser Thematik hier, dass wir da praktisch auch ein Stück weit über das Trading hinaus in die Psyche des Handels gehen. Und ihr seid da herzlich eingeladen und auf jeden Fall bei diesen ganzen Webinaren, die wir hier abgehalten haben, hatte ich ja sozusagen Forex Trading mit Rainbow Trading im Kontext, aber auch den Forex-Markt selber. Und hier hatte ich dann sozusagen auch angesprochen, worum
ja, es sozusagen in diesem geopolitischen Finanzgemenge ging. Und das Ganze fand oder nahm so ein Stück weit seinen Ursprung tatsächlich zur Asienkrise. Ja, da wurde notenbanktechnisch schon ein Stück weit fehlinterveniert. Und das hat, ich will sagen, so ein Stück weit seine Bahn gezogen über die Finanzmarktkrise hinweg, über die Fehler, die man hätte eigentlich in den entsprechenden Vorjahrzehnten lernen können eben. Und so ein Stück weit ist da eben auch nichts gelernt worden. Man muss jetzt nur hoffen, dass die Notenbanken die Lage in den Griff kriegen. Hier übrigens die Anmeldung mal zum Webinar diesen Donnerstag am 20. April, The Last One, und da eben auch die Landingpage mit allen Aufzeichnungen. Und da seid ihr, wie gesagt, herzlich eingeladen. Nutzt die Chance. Wer es nicht kann, zurzeit live dabei dann zu sein, nutzt aber hier auf jeden Fall die Landingpage mit allen Aufzeichnungen, kriegt es dann sowieso im Nachgang serviert. Also das mal am Rande. Tatsache aber, zurück zum Thema, die Welt scheint gerettet. Und ich glaube, so ein Stück weit will kein Politiker sich die Fahne auf den Kopf stecken nach dem Motto, er ist verantwortlich für eine globale Rezession und eine neue Bankenkrise und was es da nicht alles für, wie sagt man so schön, Narrative gibt in dieser Zeit. Am Ende des Tages muss man abwarten, wohin die Reise geht. Letztlich kann man nur wünschen, dass es nicht eskaliert, aber wir sind natürlich in einer riesigen Bubble. Ja, also das ist unverändert der Fall und wie ich immer zu sagen pflege, es wurde Benzin ins Feuer gekippt. Ja, und das hat jetzt unlängst eben auch stattgefunden. Ich will nicht sagen, dass man Banken pleiten oder auch Pleiten forcieren sollte. Aber das, was man im Jahr 2008, 2009 wahrscheinlich mit einer 1-, 2-, 3-jährigen Rezession hätte verdauen können, wurde jetzt einfach nochmal viel mehr aufgeblasen. Und man will sozusagen Zombie-Unternehmen oder auch, sage ich mal, gewisse Unternehmen, die eigentlich gar keine wirkliche Relevanz ohne Förderung hätten, hier tatsächlich immer wieder auch schützen, um sich da sozusagen nicht die Fahne aufzustecken nach dem Motto, ich bin schuld an dem nächsten Knall. Das ist einfach was, das ist zu diskutieren, charttechnisch, aber auch gesamtpolitisch sprechen ja viele vom großen Untergang in diesem Jahr. Das ist eben die Frage, wenn alle davon ausgehen, wird es wohl kaum passieren. Und wir hatten ja hier beim S&P 500 eben jetzt schon gesehen, dass es so ein Stück weit Stabilisierungseffekte gab, den Bruch des Abwärtstrendes und auch der Golden Cross vollzieht sich so ein Stück weit, was summa summarum eigentlich eine positive Tendenz vorauswirft. Jetzt haben wir nur zwei Punkte und da komme ich auch gleich zur Saisonalität und zum Big Picture Chart. So, Leute, ne? Der liebe Bernd kennt den auch. Wir haben im Prinzip gerade mal so eine Minimalkorrektur im Rahmen des 7-Jahres-Zykluses vollzogen. Der interessierte Teilnehmer kennt diesen Chart schon, den poste ich auch gerne mal auf Socials, beziehungsweise mache so alle Quartale mal ein Update dazu. Ist auch halt Big Picture, ne? Jetzt schauen wir auf den Monatschart und da können wir auch Jahrzehnte zurückgehen im Rahmen der Relevanz dieser 7-Jahres-Zyklik. Und Tatsache ist, es hat sich angedeutet, dass wir ein Korrektur Zyklus vor uns haben und dieser muss auch noch nicht abgeschlossen sein. Wie wir hier sehen, es hat immer markante Hochs gegeben rund um diesen 7-Jahres-Zyklus. Den kann ich übrigens auch ein Stück weit verschieben. Das macht sogar fast Sinn. Pass auf, wenn ich jetzt hier das nehme, dann schiebt sich sozusagen alles. Ihr seht das hier, dieser 7-Jahres-Abstand entsprechend nach rechts und links. Und da sehe ich, je näher ich an diesen Hochpunkt rankomme, an diese markanten Hochs und den 7-Jahres-Zyklus tatsächlich jetzt verschiebe, der Ursprungspunkt war aufgrund dessen, dass ich das über Jahrzehnte zurück sozusagen in der Analogie wollte treffen. Aber Tatsache ist, rund um diesen 7-Jahres-Zyklus sehen wir eben markante Hoch- oder Höchststände. Das passiert nicht immer wie hier 2015, aber es hat genau getroffen, zuletzt hier bei 2021, 2022, denn das markante Hoch beim S&P 500 haben wir hier eben im Januar 2022 gesehen und dann folgte, was folgen musste. Und in Anführungszeichen, der Witz an der Stelle, wir haben jetzt diesen Korrekturimpuls gesehen, ich glaube, es sind die 27%, muss ich nochmal genau nachschauen, faktisch aber eigentlich durchschnittliche Korrektur, über 20% spricht man von einem Korrekturmarkt, hat also sozusagen hingehauen, nur im großen statistischen Mittel haben diese ganzen Korrekturen der letzten Jahrzehnte in diesem 7-Jahres-Zyklus eben im Schnitt auch durchaus zu Korrekturen über 30-40% geführt. Nicht immer. A trifft es nicht immer zu, das ist eben dieses Vehikel der Wahrscheinlichkeiten. Auf der anderen Seite ist es eben tatsächlich so, dass wir hier mit diesen -27% unter Umständen auch tatsächlich schon eine Korrektur, einen Bärenmarkt gesehen haben, die aber wohl nicht so scharf war wie hier in den 2000ern die Dotcom-Krise. Da ging es nämlich rund 50% runter und genauso auch hier bei der Finanzmarktkrise. Und ich will sagen, die Rahmenbedingungen sind gegenwärtig nicht wirklich besser mit
Wir wissen alle, Krieg in Europa, Lieferengpässe, Inflation, Depressionsängste, was machen die Zinsen? Der Markt eskaliert, ist übertorpediert worden von Liquidität. Und wenn man das alles abzieht, dann kann natürlich diese Bubble platzen, was dann hier Bubble eben hier an die Dotcom-Blase erinnert. Und dann kann der Markt mal locker seine 50% nach unten segeln. Das heißt, momentan ist die Gretchenfrage, ob das Schlimmste vorüber ist, beziehungsweise es weitergeht. Jetzt will ich dann abschließend zum S&P noch die Saisonalität hinzufügen, die uns hier mit Blick auf die letzten 25 Jahre, habe ich das heute Morgen gelesen oder jetzt hier gerade Sell in May and Go Away? Ihr kennt ja diese praktisch klassische Floskel fast schon über diese Tatsache, dass man im Mai eher rausgeht und sozusagen Comeback in Oktober. Tatsächlich hier, oder come back in November, whatever, im letzten Quartal sehen wir beim S&P 500 tatsächlich diese Tatsache, dass der Index zum Jahresausklang in ursprünglicher Art und Weise seine Rallye feiert. Ab Mai oder insbesondere, ja, man darf auch schon sagen, hier im März sieht man diesen schönen Push-up, aber Mai, April beginnend haben wir mehr oder weniger eine zähe Seitwärtsphase. Auch hier diese Schwäche beginnend August, September ist sehr signifikant und das auch in verschiedenen Timeframes. Sogar hier in den letzten 5 Jahren hat sich dann im Sommer tatsächlich in einem grundsätzlich starken zweiten Halbjahr eine gewisse Schwäche eingestellt. Wir gehen mal auf die letzten 95 Jahre. Da zeigt sich das im Prinzip auch und sogar noch stärker, dass der Mai im Prinzip auch ein Monat der Schwäche ist. Obgleich man dann sagen kann, im Overall View, wir reden hier knapp über die letzten 100 Jahre, hat der Index selber, der S&P 500 natürlich, ihr wisst, dass eine durchschnittliche Jahresrendite zwischen eben diesen 7-9% erzielt und generell weist natürlich wachstumsbezogen dynamische Zahlen der Weg nach oben. Das unterstreicht auch dieser saisonale Chart. Wir haben aber vor dem Hintergrund dieser saisonalen Finessen eben Möglichkeiten, A, beim Index und insbesondere bei Aktien hier eben ein Stück weit diese Perlen rauszuziehen, die an bestimmten Marktphasen dann eben doch ihre Pushs oder auch Downs erhalten. Ja, ein großer Liebling ist meine Amgen im Juli zum Beispiel. Ja, hervorragender Wert, auch mit einer Historie, was das angeht, schon von über 40, 45 Jahre. Das heißt, das ist jetzt nicht mal nur ein Münzwurf, sondern das hat schon eine statistische Relevanz. Oder auch eine Microsoft hat hier zum Jahresausgang eine generelle Tendenz, was wir, und das wird euch der Bernd gleich zeigen, dann eben durch diesen Seasonal Bull auch immer wieder schön aufbereitet und skizziert bekommen. Nun denn, wir haben eine gewisse Seitwärtsphase vor uns und der S&P 500, wie gesagt, hat jetzt im Prinzip seinen möglichen Drop verhindert, so will ich sagen. Hier sehen wir übrigens meine Ziele grundsätzlich auch anhand des Big Pictures. Ein Idealziel, das will ich an der Stelle sagen, beim S&P 500 wäre gewesen, wenn wir hier in Richtung 3250 Punkte gefallen wären. Warum? Das wäre der Anstieg, der 50% Anstieg vom sozusagen Corona-Crash bis zum Allzeithoch gewesen, genau diese Wegstrecke. Ja, da hätten wir die goldene Mitte sozusagen erwischt. 61,8 wäre dann sozusagen das der letzte Rettungsanker gewesen. Und im Idealfall, und das ist spannend, ihr kennt das nach Fibonacci-Gesichtspunkten, goldener Schnitt, Harmonielehre, Proportionen, der Idealismus. Und das ist natürlich etwas, was man auch eben im bullischen Sinne jetzt mal interpretieren darf und muss. Der S&P 500 korrigierte diese 38,2%, hat sich dann eben hier an diesem Level stabilisiert, natürlich auch fundamental begründet. Die Charttechnik wies aber dann darauf hin, dass es hier eine Bodenbildung gab, dann diesen Run, diesen Lauf bis zum Jahresende nahezu exakt an dieser Abwärtstrendlinie abgeprallt. Dann gab es diesen Rücksetzer und Markttechnik lässt grüßen, Leute. Dann gab es diesen Ausbruch über diesen Abwärtstrend und ein neues Reaktionshoch. Das heißt, die Abfolge tieferer Hochs, tieferer Tiefs wurde ganz klar gebrochen auf Tagesbasis. Und so hat sich das Bild eben aufgehellt. Und nun ja, wenn wir das hier sehen, dann hat der Index im Prinzip seine Schuld getan. Und jetzt gehe ich auch nochmal hier von dieser Projektion aus. Ich meine, ich habe mich nicht geirrt mit diesen 27%. Aber Leute, ja, Moment, den Preisbereich mal wegmachen. So, Projektion. Ja, das will ich doch meinen. Ne? Da spielte uns das Gehirn kein Schnippchen, sondern wir haben eben hier vom Allzeithoch diese, jetzt mal gucken, diese 27 oder was, noch ein bisschen mehr? Ja, doch, 27,54% abgegeben. Das heißt, tatsächlich ist eigentlich das Minimum
der Verlust Bewegung hier vom Hochpunkt ausgehend erfüllt wurden. Ja, also das heißt, knapp 30% korrigiert, beim 38er Fibo-Level dieses Aufwärtsimpulses auch gestoppt, diese Korrektur. Und jetzt haben wir hier diese Abfolge höherer Hochs, höherer Tiefs. Sieht also gut aus. Vom Trigger-Level, und damit bin ich dann fertig. Bernd, bist du noch da oder schon eingeschlafen? Bereite dich auf jeden Fall langsam vor. Ich gebe dir dann zeitnah mal den Bildschirm rüber. Wir haben aber hier dieses Widerstandsniveau, was ich sehr spannend finde, die 4165. Das sieht man übrigens auch bei diesem Big-Picture-Chart. War ich jetzt die 4150 plus minus 10 Punkte. Ich glaube, auf Monatsbasis ist das jetzt mal nicht so relevant. Aber wir sehen hier diese Marke, dieses Level, das wurde auf Monatsbasis, ja, sagen wir auf 4150, 4165 nicht überwunden. Ja, das ist natürlich jetzt eine spannende Geschichte im April, ob der Index sich rüberschiebt und entgegen der Saisonalität, ihr habt es jetzt gerade gesehen, Mai-Schwäche, dann tatsächlich ansteigt bis zum nächsten Widerstand. Und das ist gerade auf Tagesbasis the Key Level 4300. Ob der Index bis da hochkommt. Ja, ich sehe gerade vom Alex DAX mit neuem Jahreshoch, irre. Also wirklich spannend, dass der DAX da sozusagen sein Eigenleben weiter präferiert. Und ich meine, ich hatte ja von dieser Underperformance vom Kursindex gesprochen. Wenn sich das so ein Stück weit relativiert, dann dürfte vielleicht sogar der DAX in den nächsten Jahren generell weiter outperformen. Aber das will ich jetzt gar nicht thematisieren. Tatsache, der Index hier an einem wichtigen Widerstand, und geht er hier rüber über die 4165, will ich fast mal sagen, dass der Markt hier in Richtung 4300 laufen kann, soll, um dann hier die nächste Entscheidung herbeizuführen. Im Rahmen der Saisonalitäten, jetzt wage ich auch mal eine Prognose, ich vermute fast, dass der ganz große Crash ausbleibt. Ich meine, diese Dr. Dooms, und ich habe es auch gestern erst wieder in einem Call gehabt, die Weltuntergangsstimmung ist einfach da. Es sind einfach auch negative Rahmenbedingungen noch und nöcher, aber man muss auch sagen, A, erfindet sich der Kapitalismus immer neu, und B, gibt es auch, sag ich mal, Lichtblicke am Horizont. Ja, ich meine, sollte jetzt der Ukraine-Krieg aus welchen Gründen auch immer gelöst werden, China jetzt nicht mit Taiwan, das ist ja diese nächste Eskalationsbaustelle, um Gottes Willen. Wenn das natürlich irgendwo eskaliert, Leute, dann haben wir definitiv den S&P im Tiefgang, und das Korrekturjahr setzt sich fort, bis eben dann 3250 idealerweise oder tiefer. Aber sollten sich die sollte sich die Lage aufklären. Und das werden wir anhand der Charts sehen, Leute. Das werden wir anhand der Big-Picture-Zeichnungen sehen, beziehungsweise auch anhand des Tagescharts. Dann bleibt der Weg, den wir jetzt schon eingeschlagen haben, positiv. Ja, und man muss einfach sagen, im schlimmsten Falle laufen wir jetzt wild seitwärts. Und das ist die Prognose, die ich wage. Möglicherweise erwartet uns das die nächsten Jahre, sodass wir beim DAX natürlich jetzt mal ausgeklammert, nicht unbedingt nur neue Hochs machen, so wie wir es die letzten 10 Jahre erlebt haben, sondern in einem, ich will es mal so sagen, Trading-Markt sind. Weil, Leute, was jetzt seit 2011 stattfand oder speziell nach der Finanzmarktkrise 2009, ist natürlich hier ein riesiger Run. Ja, ich meine, der S&P 500 hat geradezu eigentlich nur den Weg nach oben gesucht. Und ob man sowas in dieser Art jetzt die nächsten 10 Jahre erlebt, boah, ich glaube es fast nicht. Was ich glaube, ist auch eigentlich völlig irrelevant, sondern wir müssen uns hier an den Markt anpassen. Und vielleicht irre ich mich und wir sehen nochmal so einen Aufschlag, gerade wenn wir dann die CBDs einführen, beziehungsweise das digitale Zentralbankgeld sozusagen, ja, sage ich mir am Ende des Tages auf zur Runde 2, ja, dann kann es natürlich durchaus sein, dass wir nochmal überall eine Null hinten dranhängen oder zwei Nullen und die Party weitergeht, ja, das ist natürlich realinflationstechnisch betrachtet, man muss immer aufpassen, dass der Markt natürlich hier einen Wert widerspiegelt, der sich aber auch in ausgezahlten Wert dann in dem Fall der Währung auch rechnen muss, ja, was nützen mir Aktienperformances von 50%, wenn meine Währung um 50% entwertet, ja, plus minus null, danke fürs Gespräch, das heißt, man muss natürlich auch hier tatsächlich schauen, wie das alles sich weiterentwickelt, nur der Index selber, ich vermute tatsächlich eine zähe oder langjährige Seitwärtsphase mit Trading-Chancen. Und da kommen eben solche Tools wie saisonale Vorteile zum Tragen, weil klar, hier Long Only, Buy and Hold ist generell kein schlechter Ansatz. Ja, würde ich auch weiter präferieren, beziehungsweise ist genau das, was ich auch generell präferiere für Long-Term-Investments. Nur sollte man hier durchaus auch die selektive Komponente mit ins Kalkül ziehen, um eben auch, ja, ich sag mal, die interessantesten Märkte rauszufiltern. Und man kann hier tatsächlich auch
über Renditen mit wenig Aufwand sozusagen erzielen. Das ist natürlich der Punkt an der Stelle. Und jetzt, wie gesagt, Trading-Markt meinerseits erwartet, kommt es zur Saisonalität, Mai, go in, sell in May and go away, dann haben wir hier den Punkt, dass wir sicherlich in Richtung Hochs ziehen im weiteren Aprilverlauf. Das will ich gar nicht ausschließen. Wir haben ja dann im Mai auch die Notenbank nochmal, da dürfte es wieder entsprechendes Feuer geben. Tatsache an der Stelle, dass wir, wenn wir über die 4.165 gehen, wir haben hier den Trigger mit dem Hochpunkt vom 2.2. bei 4.195, dann denke ich, kommen wir nochmal 100 Punkte höher. Das hier ist das nächste entscheidende Widerstandslevel, die 4.300 im bullischen Falle. Und da muss der Index rüber, um tatsächlich ja weitere Kaufsignale zu generieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir einen weiteren Push sehen. Die Märkte, wenn es jetzt nicht global eskaliert, tatsächlich weiter anziehen, allen voran der S&P, es dann aber durchaus auch saisonal wieder zu Rückschlägen kommen kann, auch im Rahmen der Saisonalität eben und im Rahmen des Pullbacks dann hier an diese möglichen Unterstützungslevel und wir dann letztlich diese Art Trading-Markt erleben, dann in den Sommer hinein, also möglicherweise bis zum Anfang August wieder steigende Preise und dann praktisch so eine Thematik sehen und im Worst Case wir jetzt tatsächlich über Jahre eine solche Entwicklung sehen. Das heißt, hier ist natürlich Selektion durchaus spannend. Das heißt, man nimmt die Titel, die ja einen positiven Erwartungswert haben, eine neue Technologie einfach on the market, weil ich weiß nicht, ob die Apple oder Tesla oder Facebook oder whatever, was für Aktien, Meta in dem Falle, jetzt in den nächsten 10 Jahren die großen Runner sind. Nur ob es die sind, die es in den letzten 10 Jahren waren, die Statistik sagt, dass das nicht der Fall ist. Also das ist auch jetzt keine neue Neuheit irgendwo, aber das könntest du an der Stelle auch mitnehmen. Da gibt es auch diverse Statistiken zu, dass die allein schon auf Fonds, auch die Top-Fonds der letzten 5 bis 10 Jahre sind nicht die Top-Fonds der nächsten 5 bis 10 Jahre. Das hat auch natürlich Liquiditätspunkte oder Komponenten, aber das trifft auch genau das Thema, dass ich mir nicht sicher bin, ob die Fang-Aktien als Beispiel jetzt einfach die Tech-Aktien der nächsten 10 Jahre sein werden. Ja, möglicherweise, wenn sich das Rad neu erfindet und auch die Statistik kann sich mal täuschen. Aber hier ist es eben wichtig, Leute, schaut auf den Chart und nutzt eben beispielsweise dann auch gewisse Features. Also ich vermute, wir gehen nochmal beim S&P 500, um das abzuschließen, nach oben, stoßen uns bei 4.306 den Kopf, konsolidieren seitwärts bis in den Sommer hinein. Dann gibt es wieder ein Stück weit wilde Volatilität und im Idealfall auch wieder einen bullischen Jahresausklang. Dass wir die Allzeithochs dieses Jahr rausnehmen beim S&P 500, kann ich mir nicht vorstellen. Muss ich ehrlich sagen, glaube ich, da sind einfach auch Rezessionen hin oder her. Wir haben zu viele Entlassungen in den USA. Die Inflation raubt den realen Kaufwert. Ja, und ihr wisst das hier, die ganze Gewerkschaftsgeschichte und Co. Lohnerhöhung 10% und dergleichen. Ehe sich das durchsetzt, also es braucht alle seine Zeit und ob es kommt, ist ja eh hier und da in den Sternen geschrieben. Gibt viele Zeitbomben hin, rechts und links tickend, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier direkt straight durchziehen nach dieser dann doch eher kurzfristigen Korrekturbewegung. Ich will aber sagen an der Stelle, wenn der S&P 500 hier dieses letzte Reaktionstief rausnimmt vom März diesen Jahres, also vom Vormonat insbesondere auch hier zum Jahreswechsel diese Region, ich will es mal sagen, 3.800 Punkte. Dieses Level ist meines Erachtens durchaus ein Short-Trigger. Also es wäre meines Erachtens denkbar ungünstig, wenn der S&P 500 diese Zone rausnimmt. Und da muss ich auch sagen, würde ich zumindest teilweise mein Aktienportfolio ein Stück weit reduzieren, weil ich dann der Vermutung aufliege, dass wir hier tiefer gehen. Also, dass wir zumindest auch in Richtung der Tiefs aus 2022 abstürzen, was dann entsprechend einer Risikoadaption dann nochmal von circa 6% auf den Index bezogen. Das kannst du locker mal 2x3 auf die eine oder andere Aktie ziehen. Und dann wäre auch nicht auszuschließen, dass wir sozusagen nochmal tatsächlich dieses größere Korrekturszenario abarbeiten, wo dann praktisch der S&P 500 vom Allzeithoch ausgehend hier dann tatsächlich seine 32% korrigiert hätte. Ja, wenn wir hier runtergehen auf das 61er Fibo, wären es auch nur in Anführungszeichen 38%, aber das wäre so ein Stück weit dieses Worst Case, was ich tatsächlich sehen würde, wenn wir diese letzten Reaktionstiefs, oder jetzt habe ich es ja noch ein Stück weit punktuell gemacht, die 3.800, wenn wir dieses Level rausnehmen. Ja, ich glaube, hier ist der Index gut gestützt zwischen 3.8 und 3.9, also in diesem Bereich hier würde ich dann auch Fibos anlegen, wenn der Markt hier eine Korrektur Bewegung einleitet, beziehungsweise an irgendeinem Widerstandslevel abgewiesen würde, würde ich das sozusagen mal interpretieren als entsprechendes Trigger-Level, wo man dann einfach auch mal Haltestation aufzeichnen muss.
Aber an der Stelle jetzt dann das zum Wege des Marktes. Möglicherweise. Wir werden sehen. Das sind alles nur Wahrscheinlichkeiten. Und ich hatte und will jetzt gar nicht so groß auf den weiteren Rohstoffmärkten rumtippeln, weil ich vielmehr dem lieben Bernd noch die Bühne geben will, mit eben den interessanten Aktien wie Mastercard. Warum ist die saisonal spannend, aber charttechnisch nicht? Werden wir uns gleich anschauen. Aber hier auch nochmal der Hinweis, gerade zu Rohstoffen, weil es auch wieder aufkam. Klar, Gold hatte ich gestern mit dem Kampf um die 2.000-Dollar-Marke und auch Silber heute direkt. Schaut euch gerne die Clips auf YouTube an. Die Wiesenradar lässt grüßen. Da habe ich so ein Stück weit die Meinung forciert, die denn eben übrigens auch ein Stück weit vom Forex-Bull sich ableiten lässt und dessen Saisonalitätsindikator. Ja, das heißt, man kann natürlich hier den Saisonalitätsindikator vom Forex-Bull nutzen. Ich habe das Tool gerade mal eingeladen. Das ist praktisch hier diese entsprechende Funktion, wo man sozusagen dann auch wieder verschiedene Märkte, Indizes, jetzt muss ich gerade mal rübergehen, sozusagen reinkommt oder reinbekommt, auch zum Beispiel Aktien und dergleichen, kann man hier saisonal analysieren, um dann aber auch im weiteren Schritt praktisch mit dem Seasonal Bull hier vorgefertigt, und das ist das, was der Bernd jetzt sozusagen gleich zeigen wird, ein Stück weit, ja, ich sag's mal, Mehrwert sich erzeugen lässt. Wer mit Seasonal Tools umgehen will, den kann ich auch nochmal hier diesen Seasonax anbieten, da gibt es 20%, da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen dran schrauben und arbeiten, aber wer das Ganze mal testen will, auf die erste Rechnung gibt es hier im Prinzip eine Rabattaktion, schreibt unseren Kundenservice gerne an, ja, hier bei JFD Brokers, Kundenservice beziehungsweise ist ja eine ganz einfache Geschichte, support@jfdbrokers.com, und schreibt da Interesse am Paket Seasonax, da könntest du das auch mal auf die erste Rechnung mit Rabatt testen, dieses Tool. Sonst sind hier alle Märkte nicht verfügbar, beziehungsweise was ich euch noch viel mehr ans Herz lege, ist eben hier unser Seasonal Bull, der als Part der Börsenbullen sozusagen jetzt gleich die Bühne betritt und eben hier diesen Edge am Markt vermittelt. So, Bernd, was der kostet, der Seasonax? Da gibt es auch verschiedene Versionen, lieber Alex. Ich meine, es geht ab 20, 30 Euro los und bis zur High-End-Version 60, 70 Euro. Da bist du praktisch dann aber auch in dem Metier, wo sich jetzt der Bernd mit dem lieben Seasonal Bull umeinander treibt. Und insofern, Bernd, wenn du ready bist und auch, ich sag mal, dem Kaffee jetzt sozusagen Genüge getan hast, würde ich dir den Bildschirm rübergeben. Wie schaut's aus bei dir? Ja, gerne. Aber es war kein Kaffee, es war ein Tee. Ich habe jetzt auch nicht, und der Alex musste vorhin schon grinsen im Chat, ich habe jetzt nicht vom Bierschaum gesprochen, weil ich glaube, du bist deine morgendliche Tasse hast du sozusagen schon genossen. Deswegen ein Tee, das ist aber vorbildlich, lieber Bernd. Ja, es gibt Phasen, da muss man auch mal einen Tee trinken, wenn es kalt ist draußen und so weiter und man ein wenig Schnupfen hat, etc. Also ein Tee tat richtig gut eben. Das freut mich. Also dann würde ich sagen, Bernd, Leute, macht's euch bereit. Ich gebe den Bild schon mal rüber und bin ganz gespannt, was der Bernd uns mitgebracht hat. Neben der Mastercard, was es da sozusagen sonst noch gibt. Ich share euch übrigens den Link dann gleich mal rein. Hier nämlich beim Newsletter könnt ihr sozusagen kostenlose Einblicke erfahren, wer sich da noch nicht traut, das Tool einfach mal zu testen oder die Tools. Geben wir immer den Tipp, probieren geht über studieren. Aber jetzt erstmal den Bildschirm zum Bernd. So, kleiner Blick, jetzt haben wir diesen Change of Control, hätte ich fast gesagt. Das ist das immer, was bei diesen Audits stattfindet. So, Bernd, da sehen wir den Market Screener. Aha, richtig. Da aufgelegt, meines, ein Market Screener. Ja, nice. Den Market Screener, weil du ja die ganze Zeit schon über die großen Indizes gesprochen hast. Und da habe ich jetzt mal seit Jahresanfang, weil das werden wir gleich auch im Seasonal Bull sehen, was der seit Jahresanfang gemacht hat. Und da habe ich jetzt mal einen Vergleichschart genommen von den wichtigsten Indizes. Und wie du schon gesagt hast, DAX ist ein Performance-Index, kann man natürlich nicht mit einem Dow Jones vergleichen oder einem S&P. Und wie man jetzt hier sieht, Nasdaq ist natürlich technologiegetrieben. Und die beiden, grün und schwarz, sind natürlich ganz oben. Und Nasdaq mit 15%, also das stand gestern oder was, 17.04., genau. Aber tut ja nichts zur Sache. Was auffällt ist, und das handle ich ja hauptsächlich im Seasonal Bull, ist die breite Masse. Und das ist der S&P 500. Das ist für mich die wichtige Benchmark, also der Vergleichsindex, den ich zugrunde lege. Und dann schaue ich mir nebenbei natürlich Dow Jones und DAX an. Aber der S&P ist so für mich das wichtigste Vehikel in dem Universum, wo ich trade. Und der S&P liegt aktuell bei, ja, ich würde mal ganz grob einschätzen, bei 8% oder 8,2 oder 3 oder 5%, irgendwie sowas.
Auf jeden Fall, da sieht man jetzt mal die Indizes im Vergleich seit Jahresanfang. Nach einer kleinen Schwäche, aber ja, wie das so ist, die Erholung hätte auch stärker ausfallen können. Und jetzt kommen die Monate, die durchaus schwierig werden. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Und von diesem Chart möchte ich dann jetzt auch mal rübergehen in das Tool. Ich schiebe das mal kurz rein, einen Augenblick. Benchmark ist immer wichtig. Bernd, schieb ruhig rüber das Tool. Aber das ist genau das, wo man sich ein bisschen orientiert. Und da sehen wir auch unser Zaubertool mit eben dieser automatischen Vorfilterung. Und da sehe ich auch einen Neuseeland-Dollar, da sehe ich im Prinzip deutsche, amerikanische Aktien, genau wie du sagst, sehr, sehr gut. Also sehr breites Spektrum. Normalerweise müsste man, ja gut, wenn Währungen mit drin sind und dann wird es immer ein bisschen verschwommen, aber so viele Währungen sind jetzt auch nicht immer drin. Aber die Aktienauswahl ist wirklich weltweit. Wir hatten einige holländische Aktien dabei, zum Beispiel, die sehr gut gelaufen sind, die wahrscheinlich keiner kennt oder der eine oder andere nur kennt. Aber die sind sehr gut gelaufen und dieser Screener filtert mir halt immer die Seasonal, also die saisonalen Setups heraus. Und jetzt habe ich hier die Mastercard, die steht jetzt heute bei mir ganz oben. Die startet nämlich heute am 18.04. Also im Screener sieht man erstmal hier auf der linken Seite die Aktien, die Signale liefern. Das ist in den letzten Tagen acht Tagen weniger geworden. Also wir hatten vor Ostern, da waren vier Seiten, also da kamen jeden Tag, keine Ahnung, 15, 20 Signale. Da musste man wirklich genau filtern. Und im Moment ist es ein bisschen ruhiger, solche Phasen gibt es, aber immer noch schöne Setups. Und dann habe ich hier praktisch in den Boxen habe ich 250, das sind die EMAs. 23 bedeutet, seit 23 Handelstagen notiert die Mastercard-Aktie über dem EMA 200 und seit 12 Tagen über dem EMA 50. Das Seasonal-Signal liefert ein Long-Setup, das sieht man hier an dem grünen Pfeil. Wenn ich zum Beispiel diese Aktie hier oben sehe, dann habe ich zwar auch hier schöne grüne EMAs, aber das Signal ist short. Und, jetzt kommt es dazu, das CRV ist nicht ganz so prickelnd mit 2. Es kann schnell in die Hose gehen. Deswegen suche ich mir dann immer Aktien raus, die mit im Trend sind und auch ein Long-Signal liefern. Und hier unten gibt es dann jetzt später, das ist dann Anfang Mai, gibt es dann auch Signale, die short in den Trends sozusagen sind und auch ein Short-Signal liefern. Nur 2.5. ist noch ein bisschen hin. Wir können uns die gleich mal anschauen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sieht man sofort den Chart und das Chance-Risikoprofil. Aber das ist 2.5, das ist noch viel zu weit weg. Da kann man die Aktie noch unendlich beobachten. Und ich gehe jetzt mal wieder auf die Mastercard. Und da habe ich jetzt folgendes CRV. Und zwar bedeuten diese Zahlen vom 18.04., also Start heute, bis zum 28.04., also 8 Handelstage, nicht Kalendertage, Handelstage, gab es in den letzten 16 Jahren mit einer Trefferquote von 75% genau dieses Chance-Risikoprofil. Sprich, mit der Erwartung nach oben von 15,36% und einem Stop-Loss hier unten von 3,12. Das sind die rein statistischen Daten. Und das ist genau der Punkt. Der Selection Screener, der liefert mir die Signale. Und dann schaue ich mir den Chart genau an. Und wie man hier schon im Chart sieht, gab es durchaus auch mal einen Verlusttrade, was überhaupt nicht tragisch ist. Rein saisonal war zu diesem Zeitpunkt, Anfang des Jahres, war das Long-Setup durchaus gegeben. Okay, hat nicht funktioniert, abhaken. Und jetzt habe ich wieder ein Long-Setup. Und die Mastercard-Aktie, die schauen wir uns gleich nochmal in Guidance etwas genauer an, die ist jetzt an so einem Punkt, wo ich sage, die dreht jetzt so ein bisschen wieder bullisch auf, hat auch dieses Hoch jetzt hier überwunden vom Ende Februar. Und versucht jetzt den Ausbruch nach oben. Und wie man jetzt hier unten rechts in der Ecke sieht, folgen noch 5 weitere Setups in den nächsten Tagen. Und wenn ich dann jetzt hier draufklicke, dann sehe ich sofort, also das startet heute. Wenn ich jetzt hier draufklicke, das startet morgen mit dem CRV dann. Ja, aufgrund der Vergangenheit und der Historie kommt dann dieses CRV raus. Und übermorgen wahrscheinlich noch eins. Und dann gibt es noch eins am 4.5. Also sind alles noch interessante Chance-Risiko-Verhältnisse, weil wenn ich das jetzt sehe, 3% Risiko zu 12% Chance, das ist ein CRV von Pi mal Daumen 4. Und dann würde ich natürlich den Stop-Loss hier unten setzen. Und daher würde ich diese Aktie zunächst einmal noch ein wenig beobachten. Und jetzt haben wir noch ein fünftes Setup.
Und das startet, ja, ja, Ende Mai wahrscheinlich. Auf jeden Fall sehr, sehr weit weg. Auch eine, man sieht schon hier im Chart, CRV nicht wirklich prickelnd. Aber wie gesagt, in den nächsten 4 Tagen schöne Setups bei der Mastercard. Ich würde jetzt gleich noch abwarten. Was ich euch jetzt noch mal kurz zeigen wollte, einen Augenblick mal, ich muss den Chart mal kurz rausholen. Während du den Chart raussuchst, ist ja auch interessant zu sehen, dass man durch diesen weiteren Pattern ja im Prinzip auch so ein Stück weit bullischen Rückenwind hat. Das ist auch was, was manche anderen Tools nicht können. Die können immer nur auf den Tag bezogen in die Zukunft schauen. Aber hier hast du im Prinzip tatsächlich ja wiederholende Pattern in der Zukunft, wo man sagt, okay, theoretisch, wenn du heute einsteigst und in 2 Wochen nochmal ein bullisches Pattern hast, dann ist ja zumindest mal der Rückenwind nicht schlecht. So kann man das ja durchaus interpretieren. Das, ja, genau, das birgt durchaus Unterstützung. Und durchaus interessant, aber schauen wir uns gleich in Guidance an, ich würde dieses Level hier oben noch abwarten wollen. Also da muss er rüber. Und wie gesagt, es kommen in den nächsten Tagen noch mehrere Setups und wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Und da muss man noch nichts überstürzen, weil das CRV aufgrund der Historie ist immer noch exzellent. Von daher bin ich da relativ entspannt bei der Mastercard-Aktie, aber das können wir gleich mal im Chart einzeichnen. Und dann haben wir jetzt natürlich die Münchner Ruck, das ist schade, die startet nämlich leider erst 24.04. Wann ist das? Nächste Woche schon wieder, oder? Oder am Freitag? Ich weiß gar nicht. Oh. Nee, nächste Woche. Ja, da haben wir dann auch ein Short-Setup bei der Münchner Rückversicherung. Hört sich toll an, aber EMAS weiterhin positiv. Schönes CRV. Hat hier einen schönen Widerstand, der aktuell nicht überwunden wurde. Wer aggressiv ist, kann natürlich diesen Trade machen. Wie gesagt, startet erst am 26.04. Und da müsste man natürlich, wenn man den Short gehandeln würde, 26.04., müsste man den Stop-Loss schon hier oben legen. Da muss man einmal beobachten. Was ich nur sagen wollte, ist, mit diesem Screener habt ihr unglaublich viele Möglichkeiten, relativ schnell zu sehen, wo sind interessante Möglichkeiten. Und jetzt kommen natürlich so Granatpfeile aus hier aus den USA mit einem CRV von 8,5 und ein Gap-Up hier am Mitte März. Ja, das muss man auch mal beobachten, startet auch erst am 28.04. Und ich kann mir mit der Bookmark-Spalte diese Werte ganz einfach auf die Liste legen. So, ja, was haben wir denn noch hier den nächsten von Allianz auch im Mai im Short-Setup, sehr interessant. Schauen wir uns im Mai an. Da haben wir unser nächstes Webinar. Ja? Kurz Interruption, Bernd, genau richtig. Das ist natürlich auch spannend, ja, weil du sagst Short Setup, ne? Das ist ja genau der Punkt, wo man gerade jetzt die Allianz, also ich muss jetzt mal sagen, wenn ich den Chart sehe, muss ich sagen, sehr sexy. Ja, weil das Teil hat ja am Ende des Tages einen klaren Widerstand, so um die 220 irgendwo, ja. Ist gut nach oben gelaufen und ja, Mai saisonal statistisch haben wir ja vorhin eh gesehen im großen Big Picture Chart eigentlich schwach. Und da kommt jetzt so eine Allianz daher und zeigt im Prinzip jetzt einen Short-Part, wie du aber sagst, es ist erst im Mai, aber passt saisonal eigentlich wie der Arsch auf dem Eimer, verlaubt gesagt. Das ist eigentlich eine, verzeiht den Ausdruck, aber das sieht einfach spannend aus und das ist ein Setup, wo ich sage, ja, das würdest du ja nie so in den Fokus nehmen, wenn du nicht so eine Vorausschau hättest nach dem Motto, ja, da haben wir einen statistischen Edge mit 77, knapp, also rund 78%, winken wir jetzt hier erst mal gen Süden, ja? Muss man ja sagen. Und das CRV ist dann jetzt aktuell noch sehr wunderschön und die Quoten sind auch gut. Und 27 Jahre ist auch schon mal eine Hausnummer. Ich mag ein bisschen lieber die Handelstage, so über 10, 12, das ist so meine Lieblingshandelstagzahl. Oftmals sind zum Beispiel 4 hier bei American Water, 4 Handelstage, das kann noch mal schnell, ja, es ist einfach zu kurz teilweise, das muss man beobachten. Ja, kurz. Und vor allen Dingen aufgrund der Statistik auch nur ein CRV von 1,04. Das muss man dann rausfiltern und wenn ich hier auf die Spalten klicke, dann kann ich mir zum Beispiel die besten CRVs anzeigen. Wenn ich hier draufklicke, habe ich die schönsten CRVs und dann habe ich alle Trades dann hier mit den größten CRVs oder ich klicke auf die Trefferquote und dann habe ich die Trefferquote, die mit der höchsten Trefferquote ganz oben und so weiter. Feines Tool, kann man sich mal wieder schön durchklicken. Ich finde es eine schöne Sache und was ich jetzt immer dann mache, wenn ich so einen Trade angehe, das ist ja das Schöne beim Swing Trading. Das sind ja alles Trades, die laufen ja nicht intraday. Man muss sich da auch nicht morgens einen riesen Stress machen und sofort, oh, ich muss die Aktie um 9 Uhr kaufen und so weiter. Da kann man noch mal ein bisschen gut Ding und Weile laufen lassen und
Man kann sich das in Ruhe anschauen. Dann gehe ich hin in Guidance und schaue mir die Charts an. Und jetzt schiebe ich das Tool mal weg. Ihr habt alles gesehen. Mastercard schauen wir uns gleich noch an. Tool weg. Und jetzt zeige ich mal kurz den Chart, wollte ich noch unbedingt reinschieben. Das sind die Trades, die in diesem Jahr jetzt gelaufen sind. Es waren insgesamt 13, beziehungsweise 12 sind abgehandelt. Der 13. läuft gerade mit Yum Brands. Chris, kennst du auch, oder? Ja. Logisch. Ja, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken. Ist nicht mein favorisiertes Essen, muss ich sagen. Nicht mehr. Ja, aus dieser Junkfood-Zeit bin ich raus, aber die machen ihr Business, ne? Absolut. Breiter aufgestellt, zum Beispiel als McDonald's. Ich kann es nicht beurteilen. Ich will auch gar nicht die Zahlen des Unternehmens beurteilen. Das interessiert mich auch gar nicht. Ich habe die Statistiken in meinem Seasonal Bull. Und dann schaue ich mir den Chart an, ob das passt oder nicht. Und der Chart, der jetzt hier unten zu sehen ist, es waren bisher, wie gesagt, 13 Trades in der durchschnittlichen Haltedauer von 12 Tagen. Und die ist wirklich hervorragend, die Performance. Und da sind wir jetzt aktuell bei 13%, um exakt zu sagen 12,99. Hat gestern nicht mehr ganz geklappt, weil der Euro gegenüber dem US-Dollar noch ein Tick gestiegen ist zum Schluss. Das muss man auch bedenken bei Yum Brands. Das ist ein Wert in US-Dollar. Aber 13% ist in, ich sag mal, 3,5 Monate eine gute Rendite. Und das ist der Stand von heute Morgen, weil Yum Brands läuft ja noch nicht. Und von daher ist der Trade aktuell ja mit 0,8, 0,9 eher vorne. Der Chart hier unten sieht ein bisschen, auf Deutsch gesagt, dämlich aus, weil aufgrund so weniger Trades ist der MetaTrader 5 leider nicht in der Lage, die 13 Trades an dieser Stelle zu beenden, beziehungsweise die 13 hier hinten hinzuschieben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Der Chart sieht jetzt ein bisschen dämlich aus, aber 13%, denke ich mal, sprechen für sich. So. Und jetzt schauen wir uns mal. Ja, ich habe jetzt hier, das sind die Trades, die alle gelaufen sind. Ich gehe die jetzt mal ganz kurz im Schnelldurchgang durch. Ihr habt es eben in der Liste gesehen. Ich protokolliere das dann immer auch für mein Trading-Tagebuch für mich selber. Und habe dann hier im Chart eine das Startzeitung, ne, laut Setup vom Seasonal Bull mit den vertikalen Linien hier, die blau gestrichelten. Und dann wird der Trade gestartet mit Uhrzeit. Und dann wird der Trade halt geschlossen. Und CANCOM wurde auf Break-Even geschlossen, nachdem er schon 1,3 eher vorne war. Der ist wirklich gut angelaufen. Und so protokolliere ich dann jeden Trade. Und dann gehen wir jetzt hier auf Everest Re Group. Das ist so ein, ja, vergleichbar mit der Münchner Rückversicherung. Na, wo ist er? Der ist dann fulminant durchgestartet. Kurz mal nochmal an den Einstieg rangelaufen und dann zack, zum vordefinierten Profit mit 3R. Wie gesagt, Mastercard war ein Stop-Loss, muss man ehrlich sagen. Ich habe den hier geschlossen dann. Aber Bernd, eine schöne Trade-Idee. Und auch richtig, dass man natürlich Verluste aufzeigt, weil es gibt natürlich auch Drawdowns. Sind ja immer Geschichten, wo man sagt, meine Güte, wieso jetzt Verluststrecken? Aber Leute, wenn man, ich sag's mal so, wir sind wir im Plural, ich und der Bernd, wir sind auch ein Stück weit Systemtrader. Und wenn du mit so einem Seasonal Setup arbeitest, ja, wie jetzt eben Mastercard, ich spring nur kurz rein als Idee, um das mal aufzufangen, Bernd, schnapp nur noch einen Schluck aus der Schnabeltasse. Weil man natürlich sagen muss, an der Stelle, du hast nicht immer Gewinner und du hast auch nicht immer nur positive Renditen. Es gibt Systeme, die laufen und das ist natürlich immer A, Vertrauen des Systems und B, musst du alles neu erfinden. Es gibt Märkte und sowas sieht man dann eigentlich immer eher langfristig. Jetzt diese Geschichte haben wir jetzt 23 mit dem Seasonable umgesetzt, weil wir im Prinzip auch hier diese Software erst seit letztes Jahr sozusagen synchronisiert haben mit dem Seasonal Bull selbst. Und am Ende hast du natürlich aber auch hier immer wieder Verlierer dabei. Oder auch mit dem Forex Bull haben wir einen sehr holprigen Jahresstart diesmal gehabt. Aber Leute, es geht um Systemtrading. Und Drawdowns, ich sag's mal so, sind das übermäßige Chili auf dem Menü. Ja, das heißt, das will man nicht haben unbedingt, aber es ist eben teilweise Bestandteil bei scharfen Gerichten. Und wenn man mit der Würze an den Märkten unterwegs ist, ja, dann ist das eine Phase, die gehört leider dazu. Und es ist beim Seasonal Bull auch so schön jetzt dieser rund 13% aussehen. Auch nicht von ungefähr, dass man trotz dieser Selektion auch wieder mal Dürrephasen erlebt, wo die Märkte einfach nur seitwärts gehen oder abwärts. Ich will sagen, am Ende wirst du trotzdem einen Benefit rausziehen, wie wir letztes Jahr mit dem Forex Bull genauso noch einen positiven Abschluss hinbekommen haben. So ist es auch einfach etwas, wo du doch
durchaus mit einer statistischen Relevanz arbeitest, die dir den Edge gibt, aber eben nicht ja. diesen 100%er. Deswegen, Leute, um Gottes Willen, niemals All-In gehen. Jetzt so der Chart, ich erinnere mich an diese Mastercard, wo wir vorhin hatten, oder jetzt hast du in dem Fall ja jetzt hier die CBRE, wo du sagst, ja. Der Chart sieht eigentlich super spannend aus. Ja, und am hat nicht durchgezogen. Ja. Ja, aber du hast es ja im Prinzip plus 0,6R. Du bist sogar noch mit einem kleinen Gewinn raus. Ja, 17.02. hier, das war ja vorhin angezeigt, gut, einen Tag zu spät. Ja, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. nein. Deswegen sage ich ja, man kann nicht jeden Tag, man muss auch nicht jeden Tag unbedingt dabei sitzen. Und das Setup endet plus 0,6R und dann, ja, was passiert? Die Aktie fällt. Ja, da ist man relativ entspannt, oder? Plus 0,6R. Und dann gab es jetzt natürlich so richtige Knaller wie Bilfinger, die mit 2,3 R, na gut, da war jetzt, der Trade-Anstieg war schon am 9.2. hier und das Setup ging bis zum 17.2. und dann kam halt diese Knaller, nee, Moment, das war nicht Bilfinger, doch, Bilfinger wurde mit 2,3 R beendet, auch zum Timestop hier, einen Tag früher als geplant, aber solche Gewinne muss man einfach mal mitnehmen oder man zieht den Stop-Loss auf Einstand, kann man auch machen, das ist jedem selbst überlassen. Und jetzt kommt Evotec, das war die einzige Aktie, die ich bisher short gehandelt habe, in positiven Märkten. Und auch die ist mit 0,7 R ins Plus gelaufen, gegen die Aktienmärkte. Und das war auch wieder sehr schön, 0,7 R. Schönes Setup vom Seasonal Bull, einfach mal durchgelaufen. Equinix, natürlich auch amerikanisches Unternehmen, ja, nicht gelaufen, aber Setup Ende 0,51. Und jetzt kommen die Knaller, wollte ich noch kurz sagen, L'Oréal. Das war wirklich französischer. Deswegen sagte ich eben S&P, ganz wichtig im Vergleich. S&P, Holland, Deutschland, Indizes, Währungen, alles mit drin. Da muss man die breiten Indizes als Benchmark ranziehen. Und ja, und L'Oréal ist dann mal ganz entspannt am 4.3. in den vordefinierten Take Profit gelaufen von 420 Euro. Ich zeichne das dann immer hier in den Chart ein, grün, Take Profit, Einstieg und Rot Stop Loss. Und das war ein schöner Trade mit 2,7 R. Beiersdorf, auch Setup eingezeichnet. 1,92 R, auch Setup Ende. Und Singapur Dollar, ja, wir haben zwei Verluste haben wir bei den 13 Trades. Und das ist der Singapur Dollar. Interessant ist, dass der direkt nach zwei Tagen im Stop Loss war. Das ging so schnell, aber dafür hat man ein vordefiniertes Risiko. Ein R weg. Zack. Da war der Einstieg. Dann kamen zwei Knallerkerzen. Und ich hatte den Stop-Loss schon hier unter dieses Tief hier gelegt. Ja, ist so. Kann man nichts machen. Gehört dazu. Ein R weg. Ja, und dann interessant ist ja auch, ich sage mal nochmal als nächstes, das ist ja wieder so, also Systemtrading oder auch, gerade wenn du mit irgendwelchen Tools arbeitest oder Strategien, es handelt ja nicht jeder genau gleich, ne? Das ist ja das Nächste. Ich meine, du hast jetzt sozusagen diese Selektion, du hast ja, wir haben es ja gerade im Screener gesehen, du hast ja Wochen, da hast du 10 Werte und dann hast du Wochen, da hast du nur 3 Werte. Du musst natürlich dann durchaus in Anführungszeichen auch mal den Chart zu Rate ziehen. Da sind wir bei diesem Cluster-Analyse-Thema, wo Bernd im Prinzip diesen Edge hat, aber dennoch den Chart anschaut. Jetzt kannst du natürlich noch hergehen, mal kleine Durchschnitte nehmen. Du kannst noch mit Fibo arbeiten, um einfach auch hier natürlich eine diskretionäre, also eine selbstbestimmte manuelle Entscheidung zu treffen. Und das heißt ja nur, dass man praktisch solche Features ergänzend zum eigenen Trading-Style nutzen kann. Und am Ende ist es auch so, steigt man aus, nimmt mal, du kannst genauso auch trailen, ne? Den Stop mit trailen. Das habe ich auch früher immer zu meinen Seminaren gesagt. Gibt so viele Möglichkeiten, aber das ist eben auch, hey, wie du es eben machst, ne? Richtig. Und das ist jetzt auch wieder ein schönes Beispiel. Wolters Kluwer, holländische Aktie. Und der Einstieg war am 22.03., einen Tag später, 23.03. hier. Und der Trade wurde aber schon am 6.04. beendet, weil das Setup lief zwar noch bis zum 13.04., aber, das steht jetzt hier in dem Kommentar, es stand das lange Wochenende vor der Tür. Osterwochenende. Keiner weiß, was die da in Asien und die Russen und die Chinesen und alles machen. Da kann man auch mal 1,6 R mitnehmen und sagen, okay, das reicht mir. Aber es muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Wichtig ist, dass man die Signale auch bekommt und sich dann mit den Charts beschäftigt und mal kurz abgleicht. Das ist eine Sache, da braucht man, wenn man ein, zwei Aktien hat, maximal eine Stunde, wenn man das genauer machen will. Maximal eine Stunde. Kann man abends machen beim Fernsehen noch nebenbei. Ist ja alles entspannt. Und von daher ist das, ja, ist so. Ist beim Fernsehen. Entspannt.
Du bist ja lustig. Ja. Ich nebenbei beim Fernseher. Da gibt es übrigens ein cooles Tool gesehen. Ich war neulich in Frankfurt. Augmented Reality, Leute. Das nächste Mal setzt du dir dann eben tatsächlich diese, ich sag mal, AR-Brille auf, also Virtual Reality, ja. Und dann sitzt du da in deinem Fernsehstuhl, hast da im Hintergrund dein Dings und dann hast du hier wie bei Minority Report diese Screens, die du mit meinen Händen rechts und links sehen. Leute, unglaublich, was ich da gesehen habe. Es gibt tatsächlich schon solche Software. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt in den nächsten 3 Jahren umsetzbar ist, aber das ist schon spooky Reality. Weil da habe ich eben den DAX-Index auch wirklich so in diesem virtuellen Muster vor dir und du kannst den eben, wie bei, wer den Film kennt hier mit hier gleich Tom Cruise, der ist ja schon 20 Jahre alt, aber im Endeffekt hat er da diese Screening, wo er da arbeitet mit seinem Beobachtungstools und die Fenster nach rechts und links schiebt. Und genau so ein Tool gibt es tatsächlich schon für Börse, wo man so ein Screening, wie, weil das Film jetzt einfach, du sagst Fernseher, kannst du natürlich geil kombinieren. In Zukunft dann vielleicht sogar so, so total abgespaced. Aber am Ende des Tages sind wir sogar jetzt von der Zeit schon durch und wir haben ein paar Fragen im Chat gehabt, die konnte ich hoffentlich bedienen. Wobei Jürgen fragt noch, ist vielleicht ganz interessant fürs Auditorium, liegt das bei der Allianz am Abschlag für die im Mai gezahlte Dividende? In der Tat, die Dividendenabschlag ist natürlich, Bernd, wolltest du was sagen? Nee, ich wollte nichts sagen. Ich lasse dir den Vortrag. In der Tat, der Dividendenabschlag wird hier sozusagen damit einbezogen. Es ist ja eh dieser große Deal, ja. Also ich meine, macht das jetzt Mehrwert? Dividendenabschlag, kauft man eine Aktie jetzt vor der Dividende, weil wird ja dann praktisch immer der Kurs am nächsten Tag ex-Dividende sozusagen korrigiert. Das ist bei der Allianz auch a part of the game, aber der statistische Erwartungswert liegt trotzdem noch höher in der Schwäche. Und das liegt eben vorrangig begründet an der Sell in May, Go Away-Thematik, dass man im Mai im Prinzip durchgehend statistisch schwache Kurse hat. Dass jetzt die Allianz da natürlich auch gleichzeitig noch Ex-Dividende gehandelt wird, ist sozusagen ein Nebeneffekt, den man jetzt tatsächlich auch noch begünstigend hat, um dieses negative Pattern aufgerufen zu wissen, ist aber nicht der alleinige Grund. Und wie Bernd auch schon darstellte, wichtig ist hier auch immer zu schauen, also Allianz finde ich charttechnisch gerade sehr spannend, wie sie sich da darstellt und jetzt auf den Mai zulaufend an dem Widerstand vielleicht nochmal ranpirscht. Wenn sie natürlich über die 230, 225, 20 Euro rauszieht, dann, ja, dann ist das Setup hin. Aber auf der anderen Seite kann das auch Ex-Dividende inklusive, durchaus natürlich dann auch Abschläge mit sich bringen, wo man, wenn man die Allianz eben aktiver handeln wollte, will, dann durchaus noch günstiger bekommen kann. Das ist ja genau das Schöne. Ich habe jetzt schon Ich habe heute schon das Signal für den 2.5. nur, also rein saisonal betrachtet, hat diese Aktie in den letzten 27 Jahren in sieben Handelstagen 77, mit einer Trefferquote von 77,87% verloren. Und das muss man sich jetzt anschauen. Aber ich habe jetzt schon das Signal, dann setze ich mir die auf die Watchlist, mach dir ein schönes Häkchen. Kannst du gerade, weil wir deinen Bildschirm haben, nochmal auf den unten auf das nächste Pattern gehen, wann das kommt? Ja, klar. Das zweite, dritte, das ist dann praktisch das nächste Pattern, was dann nachfolgt ist. Das würde starten am 3.5. Ja, genau, das sind die Nachfolgepattern. Ein Tag später, alle Short, alle drei Short, die dann ab Anfang Mai. Und das ist spannend. Also wie gesagt, keine Handelsempfehlung. Leute, aufgepasst. Aber du kannst bei JFD natürlich hier einerseits Long-Term den klassischen Asset handeln, aber natürlich auch CFD-technisch, entweder mit einem Hedge-Account, beide Richtungen, oder ich empfehle hier mal einen Netting-Account für Long-Aktien und einen Hedge-Account für Short-Aktien. Ist aber ein separates Thema. Tatsache ist, man kann auch alles in einem Account handeln. Grundsätzlich hier natürlich auch die Möglichkeit, auf, ich sag mal, Leerverkauf zu spekulieren. Ist bei uns kein Leerverkauf, sondern der CFD auf die Allianz, wo du praktisch dann an diesen fallenden Kursen aber partizipieren kannst mit einem kleinen Kapitaleinsatz. Aber das baut natürlich das Umfeld der Diversifikationsmöglichkeiten ja absolut großartig auf und zeigt auch, dass man eben ein Tool nicht nur Long-Only nutzen kann, was eben im Übrigen auch diesen Benefit bringt, dass man den Markt schlagen kann. Ja, weil Long-Only funktioniert natürlich super, wenn alles steigt. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel mit dieser möglichen Seitwärtstendenz für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre vielleicht? Und da bin ich jetzt richtig gespannt über die Sommermonate, weil es kommen jetzt, ich beobachte es ja jeden Tag, es kommen jetzt immer mehr Short-Signale mittlerweile rein und die werde ich natürlich alle genau beobachten, je nach CRVs und so weiter, werde ich mir genau anschauen. Fakt ist nur, und ich schaue, wie gesagt, jeden Tag an, die Signale, die Pfeilchen hier, die werden immer roter und nicht grüner.
Es ist die Tendenz, die sich auch natürlich auch durch einzelne Assets zieht. Und dennoch wird es eine Aktie geben, die auch im Mai, Juni outperformt, weil, ja, wenn man es weiß, wo sie steckt, dann sieht man sie auch. Aber jetzt, lieber Bernd, ich danke dir für deine Zeit, für deine Einsicht. Wie gesagt, was man handelt, was man tut, ist jedem selbst überlassen, aber es gibt Features, die man nutzen kann. Insofern, Links habe ich schon geteilt, auch 2, 3 Fragen direkt schon hier Michael selbst auch nochmal direkt geschickt. Wer Sisenax spannend findet, da unseren Support anschreiben, wie gesagt. Ansonsten würde ich euch, liebe Teilnehmer, jetzt erstmal in die Mittagspause entlassen. Freue mich der Nachfrage, des hohen Interesses an diesem Format. Wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, auch da gerne unseren Support kontaktieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine erfolgreiche Handelswoche. Jetzt dann gleich nochmal Mada Trading. Ab 14 Uhr geht es wieder ein Stück weit mehr um Devisen und aktiven Handel. Schaut auf jeden Fall bei uns rein, bei unseren Formaten und vor allen Dingen handelt mit dem richtigen Marktzugang. Ja, das kann ich euch nur ans Herz legen. In dem Sinne, lieber Bernd, dir meine Ehre gebührt und allen anderen auf jeden Fall einen wunderschönen Resthandelstag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns ja morgen wieder. Da ist das Devisenradar wieder am Start. Und unser Devisenradar-Webinar. Ja, da gibt es dann wieder eine ganze Stunde rund um Forex und vielleicht gesellt sich ja der liebe Bernd auch dazu. Schauen wir mal, oder? Schauen wir auf jeden Fall mal. In dem Sinne, habt euch wohl und ciao, ciao. Ja. Ciao, ciao, servus. JFT, just fair and direct.